Da bin ich, im wunderschönen Steinfischbach, zu Gast heute Morgen bei meinem alten Spezi Lars Herzig. Und jetzt schauen wir mal, ob der gute Mann zu Hause ist. Ist übrigens nebenbei Waffenhändler und Betreiber eines der größten Paintball-Shops in Deutschland, möchte ich sagen. Schauen wir mal, ob er zu Hause ist. Der Murphy ist schon mal da. Hallo! Hallo! Ich höre den Hund. Ja, da sind wir. Ihr habt den Typen schon mal gesehen bei mir in den Videos, ne? Das ist mein Bruder gewesen. Ja, genau, das war der Richard, genau, das war sein Bruder. Wo fahren wir hin, Lars? Wir fahren erstmal Schmack auf Hatzen. Schmack auf Hatzen ist gut. Und dann wolltest du ja mal das kleinste Feld, genau. Paintballfeld Deutschland sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ja, aber vielleicht verrät ihr ein Geheimnis. Der Typ, der hat nicht nur einen der größten Paintball-Shops in Europa, nein, der hat auch ein eigenes Paintball-Spielfeld. Ja, aber der darf ja das kleinste Spielfeld Deutschland. Ja gut, ne? Klein, die Richtung, aber fein. Die Richtung. Klein, aber fein. Auf alle Fälle, wir fahren... Ja, ist ein Chipfahrer. Wir fahren jetzt nachher dann zum Spielfeld und da machen wir natürlich einen kleinen Bericht. Ach Gott, ja. Ein kleiner Bericht, stimmt. Machen, ja, klar. Machen wir einen kleinen Bericht vom Spielfeld. Erst Schmack auf Hatzen und es geht euch einen Scheiß an. Ich bin jetzt auf vielleicht Deutschlands kleinstem Paintball-Spielfeld. Dieses hier. Und zwar ist das Taunus Paintball. Also, wir sind jetzt da oben. Ja, also hier ist ja nochmal so unsere Materialausgabe. Die Materialausgabe, apropos, mit was spielt er? Pro-Schauer spielt er, ja. Selbstverständlich. So Leute, ich stehe jetzt beim Lars vom Laden. Bist du überhaupt auf? Ja, aber ich... Na? Der kommt doch gut, oder? So. Ich weiß nicht, habt ihr es schon mal gesehen, wenn ihr in so einem Sex-Shop geht, ja, oder Swingerclub oder Puff, da hast du immer Klingel. Ja. Sagen wir mal. Dieselbe Firma. So, ich habe mich jetzt beim Waldi mal über ganze Shop-Software und das alles informieren lassen. Also es ist wirklich interessant, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und diese ganzen Bildschirme, die sind nicht einfach nur Show, sondern ja, und wenn ihr was bestellt, ja, dann kommt es quasi hier raus. Nein. Ja, nein. Ja, ja, indirekt. Nein. Also auch. Man muss natürlich dazu sagen, der Waldi ist in erster Linie der den Shop hier programmiert, betreut, Ding und da. Das hier ist natürlich auch nicht für Pornoproduktionen, sondern da machen die ja nicht Fotos, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber manchmal ist es vielleicht ganz interessant, einmal zu sehen, was da dahinter steckt, ne? Weil jeder meint, ja, du ungefähr, wurscht, der bestellt die Scheiße in China und verkauft es mir zum doppelten Preis weiter oder so ein Schmarrn. Ja? In Wirklichkeit geht das alles aufbereitet, du brauchst Mitarbeiter und da kannst du nicht irgendwelchen Idioten hier sitzen, sondern da muss ja einer auskennen und, oh, das war schon fast ein Lob, gell? Und, ne? Und so Sachen. Also das muss man einfach mal klipp und klar sagen, so banal ist das nicht immer alles. Ja, dann laufen wir so, dann laufen wir mal einmal durch da. Ah. Ja, für mich als Paintball-Spieler muss ich sagen, da könnte man auch das eine oder andere mitnehmen, gell? Ich schau mal, das wenn er wegschaut. Das ist immer ganz spannend für, Leute, die sich nicht an. Für Leute. Alles, was du hier siehst, ja? Sind Ersatzteile, ne? Von First Strike. Beziehungsweise Ex-Tiberius. Was? Alles? Ja, jeder das ist nur First Strike. Ja, in jeder Schublade bist du. Hier ist keine Ahnung, hier ist Regulator and Screw. Ja, jetzt, also so, ich muss mir jetzt mal da hinstellen, dass man es sieht. Also, wenn das die blaue Wand, warum wohl? Geh mal auf Zeiten jetzt. Alle! Alle diese Dinge sind nur First Strike. Also Tiberius. Ja. Spinnst du. Manche sind auch leider leer. Ja. Zündet, läuft. Kurzer Break, ne? Wir haben jetzt gerade Rauchgranatentest gemacht, der war leider für den Arsch. Und jetzt haben wir einen Original-Chip in seiner natürlichen Umgebung. Ne? Und wie das ausschaut, das seht ihr hier.
Wer viel? Schläfst du heute mit mir im Bettchen? Oh. Tja. Die Lissi mag mich dann nicht mehr. Diese Eröffnung und inzwischen ist auch meine Media Crew anwesend. Ne? Hi Leute. Der Phil. Mal gucken, was er so dabei hat. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also an Kameras wird es ihm nicht mangeln. Und natürlich der Mario. Der gehört zwar nicht zur Filmcrew, aber der überwacht ist quasi das Ganze. Ja. Und da vorne ist noch der Andi. Andi ist auch da und die filmen jetzt erst einmal den Laden ab. Und dann haben sie noch eine kleine Drohne mit dabei. Ich habe das Zeug nicht bezahlt. Ich will es nochmal erwähnen, ne? Bevor es dann gleich wieder die richtige Gerüchteküche kocht oder so. Ja? Nein, der Hartmut hat es auch nicht bezahlt. Hey, die Jungs machen heute hier Videodokumentation von dem Laden und der Laden ist echt schön geworden. Also das muss man wirklich sagen. Gebaut hat ihn übrigens der. Ja? Also der hat den Laden gebaut. Die filmen den Laden, naja. Also der Lars hat ihn nicht gebaut. Ja? Wir haben gestern in seiner Sauna gesessen, die hat auch nicht gebaut. Nein, es hat nicht lange gedauert, aber sie ist noch nicht so ganz fertig, formulieren wir es mal so. Aber sie war funktional. So, ich gehe mal rein. Ihr könnt schon rein, Jungs. So, dann haben wir hier, ne, pro Kunde einen Lehner. Das ist total wichtig, damit wir nämlich nur 10 Leute gleichzeitig im Shop haben. Ne? Mario, du brauchst einen Lehner. So einen Lehner, dann weißt du praktisch, dass die anderen nicht rein dürfen. So, ne? Hier wird hier noch alles schick gemacht. Für die Eröffnung kann man ja nicht sagen, weil ist ja schon eröffnet. Für die quasi ja, Party, nehmen wir es mal so. Ja, immer. Ja. Ja. Ich werde hier heute ein bisschen Schabernack betreiben und dann sind wir mal gespannt. So, hier ist die Eröffnung im Gange. Ihr seht, Haufen Gäste. Ja, ich hoffe, ihr habt mit meinem Video ein bisschen Spaß gehabt. Wir werden hier jetzt noch ein bisschen die Leute beraten, denen ein bisschen was erzählen vom Battleground und was wir so machen, von unseren Events. Der Andi macht noch ein bisschen Bilder. Ne? Übrigens, wir schauen extrem gut aus. Wenn wir ja. Style ist alles. Und ja, euch wünsche ich eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Bock, wieder auf Paintball zu spielen. Die Spielfelder warten auf euch. Die freuen sich alle, wenn ihr wiederkommt. Und mir bleibt nur über, euch einen coolen Tag zu wünschen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim SBG oder bei irgendeinem anderen Event. Bis dann, euer Bertl. So. Ja. Vielleicht hat sich gemeldet. Ich nehme das Handy sowieso mit, weil wir müssen ja quasi. Ja, Logo, Sauna-Video machen wir. Da? Keller? Habe ich die jetzt drin liegen lassen? Ich bin Depp. Warte mal. Ach ja. Mann, der Lars wieder, ey. Es braucht wieder seine Zeit. Ich kann mal die Sonnenbrille lassen wir mal da. Oh, Lemongrass. Richtig. Oh, Lemongrass. Richtig gut. Ich habe die Mentholkristalle am Start und dann geht's auf. Bombenwetter heute. Halt. Morgen ist ja quasi die Shop-Eröffnungsfeier, kann man sagen. Also die Corona-Version der Shop-Eröffnungsfeier leider. Aber gut. So. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Jetzt echt so eine Homestory, man. Ich weiß nicht, wie die Idee ist. Jetzt kommt. Ja, aber du weißt, wie es ist mit Nacken.